dieser Moment, wenn man einfach auf ein UPS-Paket wartet, weil der Typ seit einer halben Stunde vor der Tür steht und einfach nicht reinkommt. Soll ich hingehen? Macht er Pause? Weint er? Was soll ich tun? Heute ist irgendwie so ein richtiger Datentag. Ich weiß auch nicht, irgendwie den ganzen Tag nur kopieren und runterladen und schneiden. Es ist zugegeben langsam echt einsam im Büro. Mein Ben ist zwar da, aber der ist vorne im Schnitt. Ich bin hier vorne beschäftigt. Lisa ist in der Schule, Regina im Homeoffice, David ist nicht da, Joscha ist im Urlaub. Es ist richtig weird langsam. Tatsächlich gibt es ein Thema, was mir seit Tagen immer wieder im Kopf rumschwirrt und worüber ich schon länger mal sprechen wollte. Was vor allem junge Leute bzw. Leute, die relativ frisch im Filmbereich sind, betrifft. Und zwar geht es dabei um Fehler, die ich gemacht habe, bei denen ich mir rückblickend wünsche, dass mir irgendjemand damals gesagt hätte, don't do it. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so 5 Hacks oder kauf dir die beste Kamera oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern tatsächlich fundamentales Problem, was ich bei unserem Praktikum hier auch immer wieder sehe, was ich früher hatte, was wahrscheinlich auch Joscha hatte und mit Sicherheit viele andere, was so nicht sein muss heutzutage, bin ich überzeugt von. Und zwar war mein Werdegang, und den werde ich hier als den typischen darstellen, weil ich keinen anderen kenne, ich kenne nur meinen eigenen. Als ich angefangen habe, Videos zu machen, ich kam ja über meine eigene Band, ich habe irgendwie unsere Tourblogs gemacht, irgendwie so kleine Behind-the-Scenes-Sachen, und habe dann darüber angefangen, Musikvideos für andere Bands zu machen. Und das war total nice. Das war das, was ich machen wollte. Die ersten Sachen habe ich komplett kostenlos gemacht, habe teilweise die Spritkosten auch selber bezahlt. Und dann kamen die ersten Anfragen darüber. So im Sinne von, ey, wir haben gesehen, du hast das Video gemacht. Wie sieht's aus? Kannst du auch ein Video für uns machen? Und mich hat das mega glücklich gemacht, weil das war plötzlich, waren Leute bereit dafür zu zahlen, dass ich Videos für die mache. Das war ein super geiles Gefühl. Und ich weiß noch, die ersten Musikvideos, wo ich 300 Euro für genommen habe, wo dann aber alles inkludiert war, die komplette Anfahrt und irgendwie Equipment und Arbeitsleistung und pipapo. Und es kam mir trotzdem immens viel Geld vor. Und ich will nicht sagen, dass das nicht so ist. Es war auch gerade für damalige Verhältnisse irgendwie echt krass. Aber dieses Gefühl, dass man sich so freut, dafür Geld für seine Arbeit zu bekommen, das bringt ein Problem mit sich. Denn irgendwann später hat sich das bei mir so entwickelt. Irgendwelche Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, Freunde von Familienmitgliedern, whatever, kommen dann früher oder später auf einen zu. Das ging mir zumindest so. Und das heißt, hey, ich habe hier einen kleinen Laden, ich brauche einen Imagefilm, ich habe gehört, du machst Video. Was kostet das? Und man denkt sich, wow, geil, ich kann jetzt plötzlich Geld verdienen mit dem, was ich machen möchte, mit Videos machen. Und wenn ich den Imagefilm für den Laden mache, dann kennen mich wieder weitere Leute und kommen bestimmt auch auf mich zu. Und das stimmt. Und das ist genau das Riesenproblem daran. Und ich stelle mich jetzt hier hin gegen tausende Videos auf YouTube, die sagen, dass man genauso an Jobs kommt. Und gebe euch den Tipp, tut das auf gar keinen Fall. Ich habe mehrere Sachen bestellt und ich wusste nicht, was kommt. Und es hat sich leider herausgestellt, dass es eines der weniger wichtigen Pakete ist. Nicht falsch verstehen, die Aperture F10 Barn Doors. Eine Sache, die total geil ist, hoffentlich. Und auf die ich auch wirklich gewartet habe. Aber die F10 selber ist noch nicht da. Es ist im Moment irgendwie echt nicht leicht, an Aperture-Artikel ranzukommen. Die F10 zum Beispiel, auf die warte ich jetzt auch schon irgendwie Monate. Ben, du machst Feierabend? Ja, so sieht's aus. Nice. Wir haben gerade so ein bisschen ins Footage vom Venues-Musikvideo reingeschaut und es ist wirklich, wirklich lustig. Ich bin extrem hyped und ich glaube, das wird ein cooler Abschluss. Oder? Ja, wird es. Einen schönen Feierabend. Jo. See you tomorrow. Ja, bis morgen. Das Ding ist fucking riesig. What? Es gibt zwei Sachen, die mich daran stören und warum ich mir wünschen würde, es nicht so gemacht zu haben. Punkt 1 ist, dass man sehr schnell in einer Spirale drin ist. Weil let's face it, man hat im Kopf irgendwie dieses Ding von, ich mache einen Job und danach wird es ein besserer Job und dann kommt ein besserer Job und ein besserer Job und ein besserer Job.
Aber das ist in der Realität meistens nicht so. Meistens ist es so, dass man irgendwie gebucht wird für irgendein kleines lokales Unternehmen und als nächstes bucht einen dann das nachbarlokale Unternehmen und man macht quasi das gleiche Produkt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und vielleicht schafft man seine Preise ein bisschen zu erhöhen und man schafft es auch seine Qualität zu verbessern. Aber eigentlich macht man nicht zwingend das, was man eigentlich machen möchte. In meinem Fall war das so, dass ich relativ viel zum Beispiel für die Pharmaindustrie gemacht habe, was jetzt viel krasser klingt, als es war. Es waren Interviews mit Ärzten, Talking Heads, Sachen mit ein paar Schnittbildern, eigentlich totale Pillepalle. Und überhaupt nicht das, wo ich langfristig hin wollte oder will, sondern halt einen Job. Und das wäre auch fein, nur dass ich überhaupt nicht finanziell davon abhängig war, das zu machen. Es gab keinen Grund, diesen Job zu machen, außer dass ich davon ein bisschen Geld verdient habe und dann konnte ich mir irgendwie vielleicht die nächste Kamera kaufen oder einen Slider oder eine Glidecam. Bullshit. Denn erstens haben mir diese Jobs fast nie, ich sage fast nie, irgendwelche Folgeaufträge gebracht. Vor allem nicht irgendwas im Level drüber, sondern halt, wenn überhaupt, im gleichen Level. Und zweitens, und das ist der große Punkt, es hat mir einfach die komplette Zeit genommen, mich eigentlich wirklich weiterzuentwickeln. Und mit weiterentwickeln meine ich die Skills entwickeln, die ich wirklich entwickeln wollte. Ich hatte nie das Ziel, Werbevideos zu machen oder Talking Head Videos zu machen, Imagefilme zu machen, whatever. Sondern ich wollte von Anfang an eigentlich in Richtung Film, habe aber fast nie irgendwas mit Film gemacht. Und jetzt haben wir hier immer wieder Leute drin, wie den Louis oder den Ben oder auch Lisa, die immer wieder sagen, ja, war schon selbstständig, habe irgendwie schon die ersten Jobs gemacht, ich verdiene Geld. Aber gleichzeitig stecken in diesen Leuten extrem gute, junge Filmemacher, die eigene Projekte gemacht haben, die Kurzfilme gemacht haben. Wo ich mir denke, Leute, bleibt da doch dran. In jungen Jahren, wenn man irgendwie vielleicht in der Ausbildung steckt oder noch zu Hause wohnt, whatever, ist man finanziell komplett unabhängig davon, in der Selbstständigkeit Geld zu verdienen und dann schon in diese Spirale reinzugehen, aus der man nur fucking schwer wieder rauskommt, ist meiner Meinung nach ein gigantischer Fehler. Rückblickend würde ich mir viel, viel mehr wünschen, dass ich diese ganzen Jobsachen nicht gemacht hätte, sondern lieber viel mehr Zeit in Fiktionales investiert hätte, in Kurzfilmprojekte investiert hätte, in was weiß ich nicht was, Ausleuchtung lernen, in Knowledge investiert hätte. Habe ich aber nicht. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, wo ich heute stehe, keine Frage, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es einfach viel zu lange gedauert hat, hierher zu kommen. Und in den letzten Jahren, wo ich super viel die Dinge gemacht habe, die ich machen wollte, mich viel mehr um Fiktionales gekümmert habe, mich viel mehr um Knowledge gekümmert habe, bin ich viel, viel weiter vorangekommen als die gesamten 10 Jahre davor, blöd gesagt. Es waren keine 10 Jahre, lass es 6 oder 7 gewesen sein, in denen ich Job nach Job nach Job nach Job nach Job gemacht habe. Ich hoffe, mein Punkt ist trotzdem klar geworden. Mir geht es darum, dass man früh aufbaut auf dem, was man hat und sich vor allem in der tatsächlichen finanziellen Unabhängigkeit, in der man sich am Anfang befindet, diese auch eingesteht. Wie gesagt, Geld ist super, man kann sich tolle neue Technik kaufen, pipapo. Ich kann es extrem verstehen, ich bin den Weg gegangen. Ich weiß, das ist immer schwierig von jemandem wie mir, der einfach lagerweise Equipment hat, zu hören, dass man kein Equipment braucht. Aber es ist nun mal auch so, dass bei mir lagerweise Equipment einfach anstaubt, weil wir es sehr, sehr selten nur brauchen. Wenn ihr selber also in der Situation seid, dass ihr nicht jeden einzelnen Job annehmen müsst, dann überlegt euch wirklich zweimal, ob ihr es tut. Es ist kurzfristig gesehen toll, aber langfristig gesehen bringt es einen deutlich weniger weit, als wenn man von Anfang an darauf bedacht ist, die Dinge zu machen, die man wirklich machen möchte. Und ich bin mir sicher, bei den meisten ist das nicht unbedingt das nächste Aftermovie fürs Dorffest mit 30 Leuten. Ich hoffe auf jeden Fall, es ist verständlich, was ich damit meine. Beziehungsweise vor allem, was ich damit nicht meine. Denn ich meine nicht, dass man keine Jobs annehmen soll oder sonst irgendwas, sondern dass man... Ich kann es jetzt nicht nochmal erklären. Das ganze Video hatte diesen einen Inhalt. Ich hoffe wirklich, dass das verständlich war. Ich bin nur deswegen so vorsichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das könnte so ein typisches Shitstorm-Thema sein. Deswegen nochmal die Betonung. Es ist nur meine Meinung, mein Gefühl, was ich damals gern anders gemacht hätte und was ich häufig bei unseren jungen Leuten hier beobachte und sie möglichst davor bewahren möchte. That's it. Mehr nicht. Deswegen der Hashtag des Tages heute, Jobspirale. Finde ich persönlich passend. Ich mache jetzt Feierabend. Aus Sicht des Vlogs morgen, also Freitag, den 25. Juni 2021, gibt es den ersten Patreon-exklusiven
Livestream/Hangout/Community-Treff. Wer daran teilnehmen möchte, der findet den Link zu Patreon in der Videobeschreibung. Diese Livestreams wird es ab jetzt monatlich geben für alle Patreons, die das freigeschaltet haben. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr übrig, außer zu hoffen, dass ich mich nicht dumm ausgedrückt habe und dass wir uns dann morgen wiedersehen. Falls ihr den Kanal nämlich nicht kennt, hier gibt es 4 bis 5 Videos in der Woche, Daily Vlogging rund um das Leben als Filmemacher und Produktionsfirma und pipapo. Dankeschön und bis morgen. Ciao.